Also ein großes Thema sind halt dort vor allem alle Plastizide, also das bekannte BPA, aber das ist ja nicht nur BPA, das sind ja die anderen auch. Da kann man das A, glaube ich, wahrscheinlich gegen jeden Buchstaben austauschen, den man möchte. Und da wird es ein Plastizid geben. Die Pestizide, Glyphosat da sehr bekannt, die wirken halt alle leider an unseren Östrogenrezeptoren und stimulieren halt diese Wirkung dahinter. Das nächste Problem ist ja auch, dass die Leber als wichtigstes Organ all diese Sachen entgiften und verarbeiten muss. Und solange deine Leber mit diesen ganzen Toxinen, Pestiziden, Chemikalien beschäftigt ist, kann deine Leber ja einfach langsamer, schlechter oder erst später deine eigenen körpereigenen Östrogene verarbeiten oder abbauen. Das heißt, die verweilen dadurch ja auch länger im System. Und so haben wir halt da die verschiedensten Ebenen, wie diese Sachen alle an unseren Östrogenrezeptoren andocken können und wie gesagt, die Wirkung vom Östrogen einfach entfalten. Und die drücken da, wie gesagt, auf den Schalter und sagen hier Zellteilung, Schwellung, Zellteilung, Schwellung. Und dann kann der Rezeptor erstmal nicht direkt unterscheiden, ob das eben ein körpereigenes Östrogen ist oder eben ein künstliches. Das nächste Problem ist ja sogar auch noch, dass du durch die dauerhafte Einnahme, vor allem halt absichtlich von der Pille, aber auch von Östrogenen von außerhalb, dass das halt zu einer Veränderung der Rezeptoren führen kann und dadurch deine körpereigenen Hormone schlechter sogar wirken können, weil der Rezeptor über Jahre hinweg gewohnt war, okay, es kommt eine gewisse Art von Östrogen über die Pille sozusagen in mein System, also passe ich epigenetisch meinen Rezeptor daran an. Wenn dann aber die Pille nicht mehr kommt, heißt es nicht unbedingt, dass der epigenetische Schalter auch wieder auf Werkseinstellung leider zurückgelegt wird. Und dann müssen wir, deswegen leiten wir all diese Medikamente und Pestizide und so auch homöopathisch aus, wir entgiften die homöopathisch, damit dieser Rezeptor und diese epigenetische Veränderung wieder auf Werkseinstellung zurückgelegt wird. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Patientinnen, die setzen die Pille ab und haben aber über Jahre hinweg immer noch diese Symptome, die sie unter der Pille hatten. Und dann leiten wir homöopathisch die Pille aus und auf einmal haben die diese Symptome nicht mehr. Das bedeutet, diese ganzen Chemikalien haben ihren Einfluss nicht nur während der Einnahme, sondern auch lange daraus hinüberweg. Epigenetische Veränderung. Bei manchen männlichen Patienten muss ich sogar die Pille homöopathisch ausleiten, wenn die Symptome einer Östrogendominanz haben, obwohl die natürlich die Pille im Laufe ihrer Lebenszeit nie genommen haben. Aber wenn es die Mama zum Beispiel sehr, sehr lange genommen hat, und zwar bis kurz vor die Geburt oder sogar unter Einfluss der Pille, die Pille hat nicht funktioniert und du bist als Mann unter Einfluss der Pille gezeugt worden, hat das ja epigenetisch einen Einfluss auf dich als Mann. Und wenn du dann krasse epigenetische oder östrogenartige Symptome hast, wie zum Beispiel eben Brustbildung, Probleme mit der Potenz, Probleme mit Libido, Drive, Fokus, kann es sein, dass ich bei dir als Mann homöopathisch die Pille ausleite, damit diese Symptome verarbeitet werden können und auch verschwinden. Und das ist halt dann Epigenetik, so wie es im Buche steht.